Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen für den Monat Juni. Es sind, ja, sage und schreibe 24 Bücher bei mir eingezogen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, es ist einfach so. Stört mich aber persönlich nicht und ich glaube, das wisst ihr auch. Und ja, ich habe mir jetzt aber ja für die Neuzugänge vorgenommen, es in zwei Teile zu splitten. Einfach, weil ich glaube, dass 24 Bücher mit ein bisschen Vorstellen dann doch einfach ja, sehr ausarten würde. Dementsprechend ist das heute der erste Teil. Ich denke, dass der zweite Teil dann am Donnerstag kommen wird. Ich drehe jetzt aber auch erstmal nur den ersten Teil. Und ja, lass uns überraschen. Statistisch gesehen, es waren 24 Bücher, es waren 13 echte Bücher und es waren 11 E-Books. Diesmal kein Hörbuch, was bei mir eingezogen ist, einfach weil mein Audible-Abo ja auch gerade ja pausiert. Ich glaube, jetzt ab im Juli habe ich dann wieder, ja, ein bisschen kommt wieder die nächste Gutschrift und dann kann es mit Hörbüchern weitergehen. Und ja, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Buch. Das ist Meeresblau und Mandelblüte von Elke Becker. Ein Buch, das ich über das Autorensofa zur Verfügung gestellt bekommen habe. Also das Autorensofa kenne ich von Andrea Bielfeld und auch von den lieben Drostens. Und ich wurde hier im Grunde als Autorensofa-Blogger empfohlen und habe hier eben die Möglichkeit, von diesen Autoren im Autorensofa, ja, im Grunde Bücher vielleicht auch vorab zu lesen, wie in diesem Fall. Da hatte ich das Buch schon Anfang Juni, habe es aber jetzt erst gelesen zum Erscheinungstermin am 1. Juli und ja, so bin ich auf die Autorin aufmerksam geworden. Ich fand das Cover wirklich sehr, sehr ansprechend und die Geschichte, dass wir hier eine junge Frau begleiten, deren Tante oder Großtante ihr ein Hotel auf Mallorca zurücklässt, wo eben die Freunde auch der Großtante leben und ja, sie so ein bisschen aus ihrem Workaholic-Leben vielleicht rausholen, fand ich einfach spannend und wie gesagt, ich habe es auch gelesen. Ich denke, theoretisch habt ihr schon gesehen, wenn jetzt die Bücherwoche online war. Ja, aber ich drehe jetzt das Video sozusagen vor der Bücherwoche, dementsprechend bin ich gerade verwirrt, aber das ist nicht weiter dramatisch. Und ich ja, hatte einfach Lust auf ein Sommerbuch und hatte mir das mit diesem erhofft und allein das Cover verspricht es ja schon. Und wer schon mal die Mandelblüte auf Mallorca gesehen hat, der weiß, wie wunderschön das ist. Und ja, man hatte dort wirklich ein sehr, sehr schönes Sommerfeeling in diesem Buch. Dann war ich ja Anfang Juni bei der lieben Susan und da habe ich ein Kochbuch von ihr geschenkt bekommen. Kochen wie die Halblinge von der schönsten Kunst. Ein Buch, das sie auch dann verlost hat auf ihren Kanal und es dann noch ein nächstes Special geben wird. Also haltet auf ihren Kanal die Augen und Ohren offen. Ihr findet Susan natürlich unten in der Infobox. Ja, sie wusste natürlich, dass ich ein großer Herr der Ringe-Fan bin und somit natürlich auch ein großer Hobbit-Fan und ich glaube, das weiß mittlerweile auch jeder. Und ich fand das total toll, dass es hier ein Kochbuch gibt, das ja im Grunde so ein bisschen auch in diese Richtung aufgemacht ist, mit wunderbaren Zeichnungen und halt wirklich dem Leben der Hobbits angepasst, die ja gefühlt ständig essen. Und ja, deswegen wäre ich wahrscheinlich auch gerne ein Hobbit. Und es sieht einfach wunderschön aus und ich habe da schon mal ein bisschen rumgeblättert, reingeguckt und auch ein, zwei Dinge entdeckt, die ich denke, auf jeden Fall mal kochen werde. Und ja, das klingt einfach lecker und wie wenn man einfach in einer anderen Welt auch was essen würde. Also ganz, ganz toll, freue ich mich sehr. Susan, nochmal an dich, vielen lieben Dank. Dann ist bei mir ein Buch Schnäppchen eingezogen und zwar Sakura von Kim Kästner. Das Buch hat als E-Book, glaube ich, jetzt 4 Euro gekostet und ich hatte es schon länger auf meiner Wunschliste und war dementsprechend natürlich dann sehr begeistert, als es für 3,99 als E-Book erhältlich war. Ich glaube, das hat man anlässlich des Hardcover-Erscheinens gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Es war eine Aktion vom Verlag selbst. Und ja, wir haben hier wirklich ein super schönes Cover, aber natürlich auch eine Geschichte, die so im Sci-Fi-Dystopien-Genre ansässig ist, die mich einfach sehr angesprochen hat. Und ja, bei 3,99 für das E-Book musste ich einfach zugreifen. Dann ist bei mir Das unglaubliche Leben der Jessie Jefferson eingezogen von Paige Thune. Das habe ich vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist der dritte und wohl abschließende Band dieser Reihe. Diesen habe ich ja auch im Juni schon gelesen und ja, zu einem
dritten Band viel erzählen, ist natürlich schwierig. Dementsprechend denke ich einfach mal so ein paar Gedanken dazu. Das Leben der Chelsea Jefferson hat sich ja geändert, als ihre Mutter gestorben ist und ihr Stiefvater ihr dann eben erzählt, dass sie die Tochter von Johnny Jefferson, den Rockstar unserer Zeit sozusagen ist. Und wir kennen Johnny Jefferson ja schon aus einer anderen Reihe von Pagetune, die das eben in ihren Erwachsenenroman eigentlich verarbeitet haben, als wir im Grunde die Assistentin von Johnny Jefferson begleiten und es dann auch noch ein zweites Buch gibt. Und hier gehen wir eben in diese Hollywood-Welt zurück, treffen wieder auf unseren heißgeliebten Rockstar, der mich immer an Robbie Williams erinnert. Das kriegt man mir, glaube ich, auch nicht mehr raus. Und ich wollte hier natürlich dann auch den Abschluss der Reihe lesen, war ein bisschen enttäuscht vom dritten Band, aber ja, nichtsdestotrotz wollte ich es natürlich lesen, wusste ich ja vorher nicht, dass mir der dritte nicht ganz so gefallen wird. Es war so eine sehr schöne Jugendbuchreihe, die vielleicht dann auch, wenn man jugendlich ist, sagt, oh, dann greife ich jetzt mal zu der Vor-Nachgeschichte, wie auch immer, eben um Johnny Jefferson. Ich finde, das ist gar keine schlechte Idee, die sie sich da hat einfallen lassen. Und also Pagetune und bin dementsprechend natürlich happy gewesen, den dritten Teil dann auch zu lesen. Dann ist bei mir eingezogen Mr. Peardrews Sammlung der verlorenen Dinge von Ruth Hogan. Auch das habe ich im Juni schon gelesen. War ein Buch, das ein kleines Highlight war, das eben schon sehr besonders war. Mich hat hier angesprochen, wirklich der Klappentext, dass wir hier einen Mann haben, der eben verlorene Dinge sammelt und diese dann eigentlich auch an seinen Besitzer zurückgeben möchte. Und das sind jetzt keine großartigen Dinge. Es sind manchmal Knöpfe, die jemand auf dem Weg aus dem Haus verloren hat oder so ähnliche Dinge. Und dann natürlich die Geschichte dieser verlorenen Dinge erzählt wird. Und ich habe dieses Buch entdeckt über eine Leserunde von Lovely Books, hatte dort leider kein Glück, ist ja nicht weiter schlimm. Aber habe es dann eben vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Dann sind bei mir zwei Bücher eingezogen, wo ich mich mega freue. Und zwar hat mir die liebe Lena Kuss der Lüge von Mary E. Pearson zugeschickt. Das Buch hatte ich ja schon gelesen, für alle, die sich jetzt wundern. Ich hatte es ja als E-Book gelesen. Und Lena hat es nicht ganz so gut gefallen wie mir. Und sie hat gesagt, Mensch, wenn das für dich ein Highlight ist, magst du es nicht in deinem Regal haben? Und dann ist dieses Büchlein bei mir angekommen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an die liebe Lena, auch ihren Kanal natürlich mal unten in die Infobox. Das war ja wirklich ein Highlight für mich und es steht jetzt in meinem Regal, was mich mega, mega freut. Und auch der zweite Teil ist kurze Zeit später bei mir eingezogen. Das Herz des Verräters, das ist ja eine Trilogie, wenn ich mich nicht irre, und zwar die Chroniken der Verbliebenen, erschienen im One Verlag. Und wir haben ja im ersten Teil Lia begleitet, die kurz vor ihrer Hochzeit stand. Sie sollte einen Prinzen heiraten, das wollte sie nicht. Und sie war dann eben auf der Flucht zusammen mit ihrer Zofe und trifft dort an ihrem geheimen Ort, sozusagen einem Dorf, der Bezug zu ihrer Zofe hat, auf zwei Männer. Und wir wissen auch, dass diese Männer einmal der Prinz selbst ist und einmal jemand, der beauftragt ist, sie zu töten. Wir wissen allerdings relativ lange im ersten Teil nicht, wer ist, sondern wir erleben eben, wenn sie über die beiden Jungs spricht oder Männer oder mit ihnen spricht, eben nur die Namen und erfahren dann eben die Kapitel über den Prinzen und eben den Auftragskiller und wissen aber natürlich nicht, wer was wo ist. Und das fand ich unglaublich spannend und ich mochte auch Lia und ihre Geschichte und diese ganze Welt hat mir unglaublich gut gefallen. Ich bin jetzt mega, mega gespannt auf den zweiten Teil, den habe ich leider noch nicht gelesen. Ich denke mal, dass er jetzt im Juli relativ weit oben auf der Leseliste steht und ich freue mich da mega drauf und freue mich dann auch auf den dritten Teil, der schon angekündigt ist, der auch so ein wunderschönes Cover haben wird und bin da einfach mega, mega gespannt. Dann ist bei mir eingezogen Dan Shari von Hideko Yamashita. Und ja, ihr seht richtig, ihr seht jetzt aktuell nur das Bild. Eigentlich hatte ich das Buch. Dieses habe ich aber eine Freundin ausgeliehen und gar nicht dran gedacht, dass ich ja noch mein Neuzugänge-Video drehe. Aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Bei Dan Shari geht es im Grunde auch wieder um das Thema Minimalismus, wie man sein Haus aufräumt, wie man es ordentlich hält, wie man mit wenig auskommt und wie man überhaupt ausmistet. Und es ist eben so ein Satz, dass man eben sagt, man muss erst ausmisten, man muss sich trennen, man hat Schmerz, hat aber dann auf jeden Fall etwas davon. Und ich bin ja schon ein kleiner Minimalist, der wirklich versucht, viel auszumisten, auch die Dinge beim Einkaufen schon mit anderen Augen zu sehen. Und mir hat das Buch gut gefallen, allerdings ist es eher tatsächlich was für Minimalismus-Anfänger, als dann tatsächlich jemand wie mich, der sich vielleicht schon ein, zwei Jahre damit beschäftigt. Es war der ein oder andere gute Ansatz dabei. Ich muss sagen, mir hat halt damals Con Marie wirklich sehr, sehr weit
weitergeholfen und sehr viel Inspiration gegeben. Ja, das ist natürlich nochmal eine andere Ecke. Man glaubt sogar, dass das hier noch extremer gemacht ist. Und es ist mir vielleicht sogar eine Spur zu extrem gewesen. Aber für jeden, der sich mal mit Minimalismus beschäftigen möchte, das ist hier wirklich ein guter Start. Und dass man einfach seinen Weg vielleicht mal überlegt, ob man den gehen möchte oder nicht. Dementsprechend, ja, kann ich es schon empfehlen. Aber es war natürlich schon... ja, ein bisschen heavy. Also das muss man ehrlich sagen. Japaner und Chinesen sind da schon extremer mit dem Ausmisten, als es, glaube ich, hier Europäer sind. Aber das ist nur so ein Gedanke von mir. Dann ist bei mir ein Thriller eingezogen, Into the Water von Paula Hawkins. Das ist ja die Autorin von Girl on a Train, ein Buch, das ich großartig fand. Und auch der Film war wirklich sehr, sehr gut dazu. Und ich war natürlich gespannt, was die Autorin als nächstes hervorbringt. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nichts über dieses Buch, nur dass es von der Autorin ist. Und mich hat der Rest gar nicht gefühlt interessiert, weil ich einfach dachte, wenn mir ihr erstes Thriller, ich glaube, es war ihr erstes Thriller, so gut gefallen hat, dann guckst du dir auch den zweiten an und war da einfach happy, als es dann bei mir vom Verlag eingezogen ist. Dann ist bei mir das neue Buch von Marc Levy eingezogen, Er und Sie, eine Liebe in Paris. Ein Buch, ja, das ich ja leider auch abgebrochen habe. Es hatte hier ein wunderbares Setting-Gefühl. Wir sind in Paris und sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin. Er ist ein etwas unerfolgreicher Autor. Beide treffen sich in einem Café in Paris und ja, der eine wird eben gefeiert, sie wird gefeiert, er ist eher unbekannt, er weiß auch nicht so recht mit ihr anzufangen, weil er halt gar keine Filme guckt und dementsprechend sie nicht kennt. Das ist sie natürlich gar nicht gewöhnt und ja, dementsprechend hatte es natürlich so ein bisschen Konfliktpotenzial, aber eben auch, dass beide merken, jetzt ist irgendwie vielleicht doch die falsche Zeit für ein Verliebtsein, für eine Liebe. Und ja, das Buch war leider nicht so gut. Das kann ich schon so sagen, auch wenn es jetzt ein Neuzugänge-Video ist. Ich war da tatsächlich enttäuscht, habe es auch abgebrochen, weil ich gar nicht in die Geschichte kam, weil mir einfach der ganze Sprachstil und der Erzählstil gar nicht gefallen hat. Also sonst bin ich ja doch ein recht großer Fan von Marc Levy. Ich habe, glaube ich, so ziemlich jedes seiner Bücher auch gelesen und ich fand die wirklich immer sehr gut. Und gerade für Frühling, Sommer ist das immer wunderbar, sowas zu lesen. Aber ja, leider hat es mich da dann nicht so rangezogen. Ganz anders, wohl ein kleines Highlight bei den Neuzugängen und wohl auch ja, in dem Monat, wenn ich es jetzt lese, im Juli und vermutlich auch im ganzen Jahr. Ja, anlässlich des 125-jährigen Geburtstags von Tolkien ist Beren und Lucien illustriert herausgegeben worden mit Illustrationen von Alan Lee und den kennen wir ja bereits von anderen illustrierten Ausgaben und das ist eine wunderschöne Geschichte. Die Geschichte steckt eigentlich auch schon im Silmarillion, es ist jetzt keine neue Geschichte, also für jeden, der sich wundert, das ist nichts Neues, es ist einfach nochmal aufgelegt und zwar herausgegeben von seinem Sohn Christopher und es ist eine ihr seht es auch schon, es ist eine wunderschöne Ausgabe mit diesem Gold und es sieht einfach traumhaft aus und ich freue mich, diese wunderbare Elben-Menschen-Geschichte einfach nochmal zu lesen. Und es sind auch wunderbare Anmerkungen mit drin und natürlich wunderbare Illustrationen. Also wunderbar auch gezeichnet, wie ich finde, super, super schön. Und ich freue mich mega auf das Buch und bin total happy, dass mir das der Klett-Cotta Verlag zur Verfügung gestellt hat und freue mich da jetzt im Juli auch drauf, es zu lesen. Es ist ja auch keine sehr dicke oder lange Geschichte. Es geht ja hier um ja, den Menschen Beren, der sich in das Elbenmädchen Lucien verliebt. Und ja, diese beiden und diese Liebe eben von ihrem Vater nicht so gewollt sind und er diesen... ja, dann losschickt, um eben einen Silmarillion von Melkors Krone sozusagen zu klauen. Und das ist gar nicht so einfach, denn Melkor war ja der Bösewicht sozusagen aus dem ersten Zeitalter. Im Herr der Ringe sind wir ja im dritten Zeitalter, da kennen wir ja dann Sauron. Und Sauron war ja... war ja so ein Zugehöriger zu Melkors Gruppe, bis dann eben Melkor besiegt wurde. Ich glaube, das kann man sagen, um zu spoilern. Ja, das ist natürlich eben alles im Silmarillion zu finden, in der Vorgeschichte sozusagen, was das erste und auch zweite ja, Zeitalter sozusagen in Mittelerde angeht. Über das dritte Zeitalter erfahren wir ja dann, oder zumindest über das Ende des dritten Zeitalters, erfahren wir ja dann im Herrn der Ringe.
und auch im Hobbit. Und ja, ich freue mich da mega drauf. War so eine schöne Geschichte. Ich glaube, habe die schon zweimal gelesen und freue mich jetzt auch nochmal auf ein drittes Mal. Und das letzte Buch diesen ersten Teils ist dann Das Mädchen aus Brooklyn von Guillaume Musso. Ein Autor, den ich ja im letzten Jahr für mich entdeckt habe, mittlerweile auch 3-4 Bücher von ihm gelesen habe und mich einfach sehr, sehr auf sein neues Buch gefreut habe. Und ich finde das Cover toll. Es ist mal ganz anders, wie ich finde. Sonst, weiß nicht, haben die Bücher von Musso ja eher schon einen sehr romantischen Touch, obwohl das ja gar nicht zum Innenteil passt, wie ich immer finde. Und ich glaube, das ist auch einfach Absicht. Hier hat man ja eher einen sehr lebendigen Eindruck. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es mit dem Mädchen aus Brooklyn zu tun hat. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich hier nicht groß um den Klappentext gekümmert. Ja, ich habe ihn durchgelesen, aber ich habe das gleich wieder verworfen, weil ich eben bei Büchern von Autoren, die ich gut finde, ja, mich tatsächlich auch durch den Klappentext nicht irgendwie extrem beeinflussen möchte. Man hat gesehen, wo es hinführt. Bei Mark Levy waren die Erwartungen an den Klappentext unglaublich hoch. Und ja, ich finde, bei Autoren, die man schätzt und gerne hat, ist der Klappentext manchmal gar nicht so wichtig. Und dementsprechend freue ich mich hier auf einen neuen Musso. Ich denke ebenfalls, dass ich den im Juli lesen werde. Vielleicht auch erst im August zum Urlaub. Ich muss mal gucken, wie ich das schaffe, wie ich es reinbekomme, wie ich auch Lust habe. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf seine neue Geschichte. Und das waren sie nun, die ersten 12 Neuzugänge aus dem Monat Juni. Wie ihr seht, doch recht E-Book-lastig dieser Teil. Der nächste wird dann ein bisschen mehr buchlastig. Einfach weil dann auch eine Medimops-Bestellung mit dabei ist. Und ja, und natürlich auch noch allerlei anderes. Und ich hoffe, die ersten 12 Neuzugänge aus dem Juni haben euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass euch die Idee des Splittens gefällt, dass ihr da jetzt einfach dann den zweiten Teil an einem anderen Tag seht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob das bei so einer Vielzahl von Büchern auch ja, im Grunde euch als Zuschauer gefällt. Gerne auch einen Daumen hoch, dass ich sehe, dass das vielleicht, wenn es öfter mal mehr Neuzugänge sind, als es vielleicht sein sollten. Ja, es legt ja keiner fest. Dann könnt ihr mir das gerne mal sagen. Ja, also ich freue mich über meine Neuzugänge. Ich freue mich auch, dass ich schon ein paar Bücher gelesen habe. Freue mich auf die, die ich noch nicht gelesen habe. Und ja, wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.